Beim Format Wrestler Privat blicken wir hinter den Vorhang und beleuchten das Real Life der WWE Superstars. Heute geht es um Rhea Ripley. In den TV-Shows der WWE spielt sie als Teil von Judgment Day, die düstere Anführerin der Gruppierung. Zudem bandelt sie vor den Kameras mit Dominic Mysterio an und präsentiert sich in ihrer Beziehung als seine dominante Mami. Doch wie sieht das Leben des WWE-Superstars außerhalb der Shows aus? Wir präsentieren euch heute Einblicke. Ripley wird am 11. Oktober 1996 als Demi Bennett geboren. Sie ist die ältere der zwei Töchter ihrer Eltern, Peter und Anna Bennett. Zusammen mit ihrer Schwester und ihren Eltern verbringt sie ihre Jugend in Adelaide. Sie ist auch heute noch eng mit ihrer Familie verbunden und verdankt ihr laut eigenen Aussagen ihre ganzen Erfolge im Wrestling-Geschäft. Die junge Australierin stellt bereits in ihrer Jugend ihre athletischen Fähigkeiten zur Schau. Sie probiert sich in verschiedenen Sportarten wie Rugby und Netball, trainiert aber auch Fußball, Karate und Schwimmen. Besonders ihre athletische Statur half ihr bei einer Vielzahl der Sportarten. Heute ist sie 1,75 groß bei einem Gewicht von etwa 77 Kilogramm. Die Liebe zum Wrestling entdeckt Ripley schon in ihrer Kindheit durch die TV-Shows der WWE. Sie benennt besonders The Miz als ihr großes Vorbild, doch erklärt auch, dass andere Superstars wie Triple H, CM Punk und Beth Phoenix sie sehr beeinflusst hätten. Nach einigen Jahren in verschiedenen australischen Ligen wurde sie 2017 dann von der WWE verpflichtet und kann während ihrer Zeit bei NXT viele gute Freundschaften schließen. Besonders Raquel Rodriguez hebt sie als ihre beste Freundin hervor, da beide zeitgleich im Performance Center der WWE anfingen und viel zusammen trainierten. Doch auch mit Bianca Belair, mit der sie ebenfalls viel bei NXT zu tun hatte, versteht sie sich sehr gut. Schon während ihrer Zeit in den australischen Ligen trifft sie im Ring oft auf die heutige AEW-Wrestlerin Toni Storm, die ebenfalls aus Australien stammt. Um ihre enge Freundschaft zu festigen, haben sich die beiden vor einigen Jahren ein gemeinsames Tattoo stechen lassen. Sie tragen beide das Datum der WWE Evolution Show in römischen Ziffern auf ihren Unterarmen. Evolution war der erste reine Frauen-Pay-Per-View der WWE. Beide Frauen, sowohl Ripley als auch Storm, gewannen an diesem Abend ihre großen Matches. Storm gewann an diesem Abend das Mae Young Classic 2018. Ein weiterer guter Kollege von Ripley ist bei Judgment Day mit dabei, Damian Priest. Selina Vega ist ihr Lieblings-Travel-Buddy. Mit ihr reist sie gerne zu Veranstaltungen und mit ihrem Mann, AEW-Star Malakai Black, ist sie ebenfalls eng befreundet und hilft ihm auch als Model für seine eigene Kleidungsmarke aus. Ein deutlich besseres Verhältnis hat sie mit Blacks Kollegen bei AEW, Buddy Matthews. Wie auch Ripley kommt er ursprünglich von Down Under und war bis Juni 2021 noch im WWE-Ring tätig. Trotz ihres TV-Verhältnisses mit Dominic Mysterio ist Ripley seit 2020 mit Matthews liiert. 2022 machten die beiden Australier ihre Beziehung öffentlich. Anfang August dieses Jahres machte der 34-Jährige seiner Lebensgefährtin dann am Strand von Cocoa Beach in Florida den Heiratsantrag, über den sich Ripley sehr freute. Für Matthews ist es bereits der zweite Fall auf die Knie, denn er war vorher bereits mit WWE-Superstar Alexa Bliss verlobt, bevor sich das Paar 2018 trennte. Ripley und ihr Neuverlobter teilen besonders ihre Vorliebe für Krafttraining. Auf ihren Kanälen in den sozialen Medien zeigen sich die beiden bei gemeinsamen Besuchen im Fitnessstudio. Ihre zweite große Liebe sind ihre beiden Hunde. Ripley besitzt seit einigen Jahren zwei Vierbeiner, ihren Bull Terrier Barry und einen Pomsky Luna. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie sich oft mit den beiden beim gemeinsamen Spielen und Kuscheln. Die Hunde bieten ihr, wie ihr Verlobter und ihre Familie, eine Stütze in ihrem Leben. Die Australierin hat mentale Probleme in der Vergangenheit öffentlich gemacht und auch über Selbstverletzung gesprochen. So trägt sie ihre Narben als Erinnerung an die schwierige Zeit. Heute geht sie mit der Thematik und ihrer eigenen Geschichte sehr offen um. In ihrer Freizeit ist sie Anhängerin des Adelaide Football Club, eines großen Vereines in ihrer Heimatstadt. Zudem ist Ripley ein großer Fan der Serie Dragon Ball. In einem Interview beschreibt sie, dass sie beim Einzug von New Day bei WrestleMania 32, der von Dragon Ball inspiriert worden war, fast ausgeflippt sei. Auch sie selbst hat sich mittlerweile als Fan der Serie präsentieren können. So war ihre Ringkleidung bei WrestleMania 36 eine Anlehnung an den Charakter Vegeta. Ihre bevorzugte Musikrichtung ist Metal, doch auch Lieder von Queen und Taylor Swift hätten sie geprägt, wie die 26-Jährige in einem Interview erzählte. Für ihre berufliche Zukunft hat sich Ripley noch nicht festgelegt. Sie berichtete jedoch, dass sie sich auch ein Engagement als Schauspielerin in einem Action- oder Horrorfilm vorstellen könne. Sie hatte auch bereits ein Angebot für einen Filmdreh, lehnte diesen jedoch ab, weil sie sonst zu lange nicht zu Hause gewesen wäre, um ihre Hunde zu sehen.
Im TV spielt Rhea Ripley die dunkle Bösewichtin und dominante Anführerin, doch privat zeigt sie sich oft von einer sehr tierlieben und emotionalen Seite. Welche Fakten zum australischen Superstar der WWE haben euch am meisten überrascht? Schreibt das gerne in die Kommentare. Man muss ja schon sagen, dafür, dass Rhea Ripley oft die dunkle Seite raushängen lässt, ist sie sehr, sehr beliebt und sicherlich eine der zentralen Personen im Frauenkader der Zukunft, wenn das hier so weitergeht. Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart. Checkt den Spotfight Podcast ab für gute Wrestling-Analysen. Haut rein und bis spätestens zum nächsten Video. Ciao, ciao.